Warum will die Frau dich nicht mehr wiedersehen? Willkommen zurück zu diesem Thema. Und es ist eine interessante Frage, die ich immer wieder bekomme. Und natürlich kann ich dir nicht die absolute, endgültige Antwort geben, denn dafür müsstest du die Frau fragen und gucken, was ihre Gründe sind. Aber was sind die häufigsten Gründe, warum Frauen dich nicht wiedersehen wollen? Und erneut spreche ich hier nicht nur von Frauen, die du mit in einer Beziehung bist, sondern auch von Frauen, die du vielleicht casual datest, wo du vielleicht eine Affäre hast oder mit denen du nur regelmäßig schläfst. Warum wollen diese Frauen dich nicht wiedersehen? Es gibt natürlich Gründe, ich sag mal, auf organisatorischer Ebene, die vielleicht nicht funktionieren. Angenommen, du möchtest eine feste Beziehung und sie möchte nur casual rumdaten oder andersrum. Du möchtest nur Sex und sie will eine feste Beziehung und ja, ihr habt einfach unterschiedliche Vorstellungen. Dann ist natürlich klar, dass an diesem Punkt es einfach dazu kommen kann, dass ihr euch nicht wiederseht, weil es einfach organisatorisch nicht gepasst hat. Und hier bitte auch aufpassen, wenn du genau weißt, wo du hin möchtest, wenn du genau weißt, was du willst, dann lass dich bitte nicht auf irgendwelche faulen Deals ein, die nicht dementsprechend, was du dir vorstellst. Wenn du beispielsweise eine feste Beziehung mit einer Frau haben möchtest, generell das deine Richtung ist und die Frau sagt, nee, irgendwie nur, ich möchte nur mit dir Sex haben und so und wir können uns weiter treffen und Sex haben, aber du merkst, dass wenn du das so machst und du, naja, deine Energie und Zeit verschwendest für eine Frau, die nicht auf das Gleiche hinaus will wie du, dann bitte trenn dich auch von dieser Frau, außer du kannst da zeitlich einrichten im Sinne von, du kannst sie treffen, aber immer noch neue Frauen kennenlernen, die dann wirklich das erfüllen können, was du suchst. Aber ansonsten trenne dich halt von dieser Frau und geh halt einfach ganz klar deinen Weg. Ganz einfache Sache. Aber warum gehen die Frauen jetzt, wenn es nicht organisatorisch ist? Viele Frauen gehen, weil die Männer ja anfangen, sich so ein bisschen zurückzulehnen, sage ich mal. Das ist dann vielleicht dieser berühmte Spruch, dass, oh, wo ist denn dieser Mann, den ich kennengelernt habe? Wo ist denn dieser Mann, in den ich mich am Anfang verliebt habe? Und das läuft folgendermaßen ab, sehr oft. Na, du bist Single und denkst dir, okay, irgendwie läuft es nicht mit den Frauen. Und dann fängst du an, dich selbst zu verbessern oder kümmerst dich um dein Leben, weil du denkst, okay, nur so kann ich Frauen bekommen. Dann merkst du vielleicht, oh cool, das funktioniert ja wirklich und du kümmerst dich um dein Leben und alles geht langsam bergauf. Du wirst attraktiver von deinem Lifestyle, fühlst dich besser, bist selbstbewusster, es läuft besser mit den Frauen. Du lernst mehrere Frauen kennen, datest mehrere Frauen. Da ist eine dabei, die gefällt dir sehr gut. Ihr kommt zusammen und jetzt denkst du dir, ah, jetzt habe ich sie ja und dann geht das Ganze so ein bisschen bergab, weil du aufhörst mit dieser, ich nenne es mal, Selbstverbesserung. Du hörst auf, dich um dich und vor allem dein eigenes Leben zu kümmern. Die Verantwortung, die du vielleicht vorher an den Tag gelegt hast, legst du dann auf einmal nicht mehr an den Tag, weil du ja gefühlt das bekommen hast, was du wolltest. Und das Problem ist, die Frau merkt das natürlich und problematisch ist, dass die Frau sich wahrscheinlich genau aufgrund dieser Eigenschaften in dich verliebt hat, weil sie gesehen hat, wow, guck mal, das ist ein attraktiver Mann, der kümmert sich um sein Leben, der steht vielleicht fest im Leben und ja, nimmt einfach die Sachen in die Hand. Und das fand sie sicherlich, findet jede Frau, eigentlich sehr attraktiv an einem Mann. Und wenn das dann wegfällt, und ich habe das wirklich oft erlebt, dass das wirklich der Grund ist, dass der Mann aufhört, sich zu kümmern. Ich kenne das aus meinen vergangenen eigenen Beziehungen, gerade in meiner ersten Beziehung damals, wo ich nur 17, 18 war. Da ist es bei mir auch so gewesen. Damals wusste ich es aber auch nicht besser. Und das kann ganz schnell gehen. Also es kann ganz schnell gehen, dass die Frau dann irgendwie andere Typen kennenlernt, andere Männer kennenlernt, die sich vielleicht gerade um ihr Leben kümmern. Sie das Gefühl hat, bei dem bin ich sicherer, kann ich mich besser anlehnen. Ja, es ist wieder dieses sei ihr Fels in der Brandung Konzept. Wenn du nicht ihr Fels in der Brandung sein kannst, das ist für die meisten Frauen auf lange Sicht ein No-Go. Wenn sie das Gefühl hat, sie muss sich um alles kümmern und wenn sie vor allem das Gefühl hat, sie muss sich um dich kümmern, das ist eins der größten No-Gos. Es ist dann so eine Mama-Beziehung und das will eigentlich keine Frau. Keine Frau will deine Mama sein, sondern die Frau will dann einfach deine Frau sein. Und deswegen ganz wichtig, dass du, wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen, was ein ganz wichtiger Schritt ist für jeden Mann, dass du dann auch wirklich weitermachst damit, dass du dir bewusst bist, du übernimmst jetzt nicht nur Verantwortung und fängst an, dein Leben zu führen, um eine Frau zu bekommen, sondern einfach, weil es die Art und Weise ist, wie du optimalerweise mit dem Leben umgehst. Verantwortung solltest du übernehmen für dich, nicht um eine Frau zu bekommen. Weil wenn du für dich Verantwortung übernimmst, weil du es möchtest, weil du dein Leben, ja, ich sag mal, optimalerweise gestalten willst, also zumindest die äußeren Begebenheiten deines Lebens, ja, Beruf, wo du wohnst, Finanzen und so weiter, das sind die äußeren Begebenheiten deines Lebens, es gibt auch noch die inneren und das ist ein anderes Thema, aber wenn du entdeckst, okay, ich möchte für mich die äußeren Begebenheiten meines Lebens optimieren, dann tu es für dich und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass du dann, wenn du in einer Beziehung bist, das Ganze dann aufhört, also mach nicht etwas für Frauen, sondern mach etwas für dich und automatisch kommen dann die Frauen und du hast den Vorteil, dass du es nicht verlierst, du hast den Vorteil, dass die Frau dich nicht verlässt, weil du auf einmal aufgehört hast, diese attraktiven Sachen zu machen, die du am Anfang gemacht hast und das ist gerade ein Ding, was auch viele Jüngere
oder unerfahrener Männer zutrifft, die dann wirklich, und also ich sage das deswegen, weil ich immer wieder Männer im Coaching habe, die sehr jung, sehr unerfahren sind, dann arbeite ich mit denen zusammen, erzähle denen von diesen Sachen, aber sie machen sie trotzdem noch falsch und ich muss sie immer wieder darauf hinweisen, weil gerade für unerfahrene Männer ist es so ein großer, so eine große Anziehung, diese Sache falsch zu machen. Die machen das, ich weiß nicht, die wollen einfach diesen Weg gehen, die wollen einfach dieses, ich mache es für die Frauen, diesen Weg wollen die einfach gehen und man muss sie immer wieder darauf hinweisen, guck mal, nein, falscher Weg, orientiere dich bitte um. Wenn ich dich auf diesen Prozess begleiten soll, kannst du dich gerne für ein Coaching mit mir bewerben, erster Link in der Beschreibung für die ersten Coachingplätze nächstes Jahr, die dann frei werden. Na, und mach das also nicht. Selbstverbesserung sollte für dich selbst stattfinden, wie der Name schon sagt. Und dann besteht doch nicht die Gefahr, dass die Frau auf einmal geht. Na, das ist vielleicht das, was man in der Pickup-Community so als die Anziehung geht verloren betiteln würde. Das ist, wenn die Anziehung verloren geht. Das ist dieses, okay, das, was mich ursprünglich an diesen Mann angezogen hat, ist irgendwie nicht mehr da. Dann geht die Anziehung verloren, dann sucht die Frau sich unter Umständen einen anderen Typen, vielleicht auch während sie noch mit dir zusammen ist, was halt ziemlich asozial ist. Hat vielleicht sogar noch was mit dem, während ihr zusammen seid, was dann sehr, sehr asozial ist. Aber manche Leute machen halt asoziale Dinge, Männer und Frauen. Und deswegen kümmere dich einfach um dein Leben und das ist sozusagen deine Versicherung, die du hast. Weil wenn du das machst, wenn du dich regelmäßig drum kümmerst, wenn du nicht aufhörst, dich zu kümmern, wenn du immer wieder schaust, hey, geht's in die richtige Richtung, in welche Richtung möchte ich denn? Und wenn du dann auf diesem Weg diese Frau mitnehmen kannst, dann ist alles wunderbar. Na, du bist wie so eine kleine Insel, ruhig im Meer und die Frau kommt mit ihrem Boot vorbei und schaut sich verschiedene Inseln an, alias verschiedene Männer und guckt, okay, auf welcher Insel fühle ich mich am wohlsten? Aber du musst diese Insel sein. Du kannst nicht auch ein Boot sein, das rumfährt und sich nicht sicher ist, in welche Richtung es geht. Natürlich gibt es immer wieder Momente im Leben, wo du nicht genau weißt, in welche Richtung es geht. Und es gibt Phasen, die enden und dann musst du dir halt bewusst darüber werden, was jetzt als nächstes für dich kommt. Ich komme auch gerade aus so einer Entscheidung und dann in die nächste Phase. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Das wird immer wieder kommen. Es wird immer wieder so sein, dass sich irgendeine Phase deines Lebens abschließt. Du entscheiden musst, wie es weitergeht. Aber du musst generell eine, oder du solltest generell eine grobe Richtung im Kopf haben, wohin sich dein Leben entwickelt. Das heißt nicht unbedingt, dass dein Leben sich in diese Richtung entwickelt, weil das Leben macht halt auch eigene Regeln und eigene Dinge. Aber wenn du deinen Kurs hast, wenn du weißt, auf welcher Insel du zu Hause bist, dann ist das enorm hilfreich. Du fühlst dich ruhiger und wohler in dir selbst und die Frau kann sich sehr sicher und wohl mit dir fühlen. Und dann gibt es eigentlich keinen großen Grund, warum sie dich verlassen sollte. Dann gibt es auch keinen großen Grund, warum die Anziehung abnehmen sollte. Das ist auch so eine Sache. Mach dir nicht so viel Stress darum, so, oh mein Gott, sie verliert die Anziehung. Oh mein Gott, ich darf nicht das und das sagen. Ich darf nicht needy sein, bla bla bla. Mach dir nicht so viel Stress um diese Sachen, sondern kümmere dich einfach um deine Lebensgestaltung. Kümmere dich einfach darum. Und anderer Punkt, den ich jetzt hier nicht weiter besprechen will, aber ich merke den kurz mal an, weil der auch wichtig ist. Sieh zu, dass du niemals unter die Räder gerätst in deiner Beziehung. Dass du niemals aufhörst zu kommunizieren. Dass du niemals aufhörst zu sagen, wenn dich Dinge stören. Oder ganz klare, also hör niemals auf, ganz klare Kommunikation in deiner Beziehung anzuwenden. Das ist ganz wichtig, damit ihr einfach auf einer guten Ebene kommunizieren könnt und damit die Frau auch merkt, hey, dieser Mann steht für sich und seine Standpunkte ein. Das muss sie immer merken. Das muss immer so sein. In dem Moment, wo das nicht mehr so ist, bist du nicht mehr diese Insel, bist du nicht mehr der Fels in der Brandung. Ne? Also diese starke Kommunikation zum einen, die wir hier jetzt nicht weiter besprechen wollen, anderes Video, aber auch dieses Wissen, wo es hingeht, Wissen, auf welcher Insel du zu Hause bist, ganz, ganz wichtig, damit Frauen bei dir bleiben. Und wie immer, und ich sage das wirklich fast in jedem Video, aber es ist so wichtig zu verstehen, gilt das nicht nur für feste Beziehungen. Das ist auch so, wenn du eine Affäre mit einer Frau hast. Wenn du einfach eine Frau nur für Sexuelles triffst, sie wird sich deutlich wohler bei dir fühlen, sie wird deutlich länger bei dir bleiben, wenn du diese Insel sein kannst. Weil sie dann bei dir, in deiner Gegenwart, sich weiblich fühlen kann. Du erfüllst sozusagen diese männliche Arche-Rolle und sie kann sich dann bei dir weiblich fühlen. Und das ist halt ein Gefühl, das die Frauen sehr schätzen und das sie auch nicht von vielen Männern bekommen können heutzutage. Und deswegen bleiben sie dann bei dir, selbst wenn sie sich sagen, sie möchten nur was Sexuelles mit dir. Aber sie genießen halt diese Zeit, die sie beide sind, so sehr, dass sie natürlich immer gerne wiederkommen. Und dann kann das so sein, dass ihr über mehrere Monate, mehrere Jahre einfach so eine sexuelle Beziehung nebenbei führt. Oder das Ganze entwickelt sich halt in eine normale, feste Beziehung, was auch öfter mal passiert. Na, das ist die Grundlage für alles. Das hat viel mit etwas Innerem zu tun. Na, das ist nichts Äußeres.
Du musst nicht super attraktiv aussehen, um dann das hier zu machen, wovon ich gerade geredet habe. Natürlich ist es so, dass wenn du dich jetzt um dein Leben kümmerst, das aber bedeutet, dass du dich um dich selbst kümmerst. Das heißt, wenn du in der Beziehung einfach die ganze Zeit immer fetter und ungesunder wirst, dann ist natürlich klar, dass die Frau das wahrscheinlich eher nicht attraktiv findet. Das kannst du dir ja überlegen. Du würdest ja auch nicht denken, wenn deine Freundin immer fetter wird, oh, das ist ja voll attraktiv, weil es das halt nicht ist. Na, oder das Gegenteil, sie wird immer dünner, also zu dünn geht's ja auch. Ist halt einfach nicht attraktiv, wenn Leute sich nicht ordentlich um sich selbst kümmern. Das ist natürlich ganz klar. Ich glaube, das muss ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Aber ich denke, wenn du dich ordentlich um dein Leben kümmerst, dann wird es auch nicht so sein, dass du immer fetter oder irgendwie immer mehr abmagerst. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eher dieses fettere Ding ist, nicht das andere Extrem. Aber sowas wird halt nicht passieren, weil du dich ordentlich um dein Leben kümmerst. Ne? Aber das nur mal am Rande. Deswegen einfach mach dir Gedanken darüber, wo du hin willst. Und wenn ich sage, mach dir Gedanken darüber, dann meine ich damit wirklich, mach dir Gedanken darüber. Setz dich ruhig mal hin. Führe ruhig mal ein Tagebuch darüber. Guck ruhig mal, welche Richtung soll es gehen? Was für ein Lebensabschnitt kommt jetzt hier vielleicht für mich und was ist mir in diesem Lebensabschnitt wichtig? Aber, und das möchte ich auch dazu sagen, wenn du dann den Plan gemacht hast, wenn du dann weißt, wo es lang gehen soll, dann kannst du dich auch wieder ein bisschen entspannen. Also dann plan nicht alles durch, plan nicht jeden Schritt auf dieser Reise ganz genau durch, sondern geh natürlich auch mal in Situationen, lass dich überraschen, mach mal irgendwas Spontanes, weil ansonsten kann es halt sein, dass wenn du alles extrem durchplanst, so ein bisschen die Lebensfreude an der ganzen Sache verloren geht. Also plane alles im Großen und dann tauch wieder in das Leben, in den jetzigen Moment ein, im Kleinen. Na, das ist Beispiel, habe ich schon mal gegeben, mit Frauen ansprechen, plane alles im Großen, im Sinne von, du musst wissen, warum du die Frau ansprichst, was möchtest du von den Frauen, die du ansprichst, Beziehung, Affären, Sex. Aber wenn du dann weißt, wo du hin möchtest, dann sei in den Gesprächen vollkommen anwesend. Also sei nicht so, dass du dann in den Gesprächen noch irgendeinem Plan folgst, von wegen, jedes Gespräch muss jetzt Nummer, Date und dann zu mir. Sonst geht das nicht. So muss das laufen. Das ist mein Plan. Nein, löse dich von diesen Sachen. Geh in das Gespräch und guck, was in dem Gespräch in dem Moment passiert und dann arbeite mit dem, was in dem Moment passiert. Sei anwesend, sei im Jetzt, sei nicht in der Zukunft. Plan hat seinen Sinn, aber sich aus dem Plan zurückziehen zu können, ist noch viel wichtiger. Wenn du so vorgehst, dann wirst du Frauen höchstwahrscheinlich nicht verlieren, außer die organisatorischen Sachen funktionieren einfach nicht. Sie will, eine Familie gründen und du willst nach Mallorca ziehen und Schlagersänger werden oder was auch immer. So, dann passt es vielleicht einfach organisatorisch nicht. Dann passen eure Ziele einfach nicht zusammen und dann findet die Trennung unter Umständen statt. Aber wenn sowas sein sollte, bleib bitte bei deinem Ziel. Werd bitte Schlagersänger auf Mallorca, weil wenn es das ist, was du möchtest, wenn das deine Priorität ist, dann bitte mach das auch. Die Frau wird immer kommen. Du wirst immer eine Frau finden, wenn du ein klares Lebensziel hast. Wenn du ein klares Lebensziel hast, wenn du diese klare Insel bist, wirst du immer Frauen anziehen. Du wirst immer eine Frau finden. Von daher, mach dir da keinen Stress. Bleib bei deiner klaren Richtung. Geil, dass du hier warst. Übermorgen gibt es das nächste Video. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, für einen der neuen Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben. Hier unten rechts kommst du zu einem Video mit weiteren Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.